Eine der anspruchsvollsten Aufgaben überhaupt in der Geschichte der Reitsporttage hier in Lamprechtshausen haben wir ja vor wenigen Augenblicken miterleben dürfen im Rahmen des FEI Grand Prix der jungen Reiter, präsentiert durch die Pampasgruppe. Franz Madl und Hannes Fuchs haben als Parcoursdesigner alle Register gezogen, haben alles abgefragt und einer einzigen Paarung war es vorbehalten, fehlerfrei in der Zeit diese Aufgabe zu bewältigen. Und sie steht neben mir, die strahlende Siegerin Theresa Ripke. Theresa, es waren 40 am Start, eine einzige Paarung blieb fehlerfrei in der Zeit. Du und dein Pferd, ich glaube, du kannst besonders stolz sein auf deine Kasall-Nachkommen. Ja, auf jeden Fall. Also mein Pferd sprang wieder gewaltig und er kämpft einfach unheimlich für mich mit. Egal, ob ich mal ein bisschen größer oder ein bisschen dichter komme, er macht eigentlich alles möglich, sodass es eigentlich gar nicht immer auffällt. Und ja, ich bin super, super stolz. Ja, deine ganze Familie ist ja angereist hier nach Lamprechtshausen. Wie hat es dir denn überhaupt gefallen bei uns? Ja, sehr gut. Ich war dieses Jahr das erste Mal hier und das war eigentlich sehr schön, dass mein Bruder auch direkt hier mitreiten konnte, auch seinen ersten Nationenpreis reiten durfte. Und es war eigentlich ein kleiner Kurzurlaub mit der ganzen Familie. Oma und Opa sind auch noch hinterhergereist und haben den Daumen gedrückt. Und leider hatten wir natürlich nicht ganz so viel Glück mit dem Wetter, aber der Boden, das hat man eigentlich gar nicht gemerkt. Und auch das Abreiten in den Hallen war super, die Bedingungen sind top, die Parcours sind fair gebaut. Und ja, jetzt natürlich nach so einem Sieg kann man immer schön nach Hause fahren. Ja, du hast ja gerade angesprochen, sie waren fair gebaute Parcours, aber Franz Madl hat sicherlich alles abverlangt, weil von 40 Teilnehmern eine einzige Nullrunde. Was war wirklich die Klippe in diesem Parcours? Also ich muss ehrlich sagen, nach dem Abgehen hätte ich nicht gedacht, dass so wenig Nullrunden am Ende bleiben. Natürlich ist technisch gebaut und auch lang die Parcours und die Zeit, die war wahrscheinlich auch schon ein Kniffelpunkt. Aber ich war vielleicht sogar zum Glück ziemlich weit vorne dran. Ich konnte mir gar nicht so viele Gedanken machen, auch über den Parcours. Und ich glaube, dass das am Ende so der Knackpunkt war. Ja, dann wünschen wir dir alles, alles Gute für deine bevorstehenden Aufgaben. Geht's auch Richtung Europameisterschaft? Hast du das im Auge? Na, also ich bin dieses Jahr das erste Jahr in einem jungen Reiter. Die letzten zwei Jahre durfte ich zur Europameisterschaft fahren. War natürlich dieses Turnier eine Sichtung für die Europameisterschaft. Jetzt haben wir eine Woche Pause und danach Preis der Besten. Und man muss einfach sehen, wie es läuft und es kommt, wie es kommt. Ja, aber schön, dass du auch das erste Jahr bei den jungen Reitern bist, weil dann kannst du noch uns zwei Jahre eventuell noch mal besuchen. Ich komme gerne wieder. Okay, dann wünsche ich dir alles Gute und gute Heimreise nach Holstein. Danke.